So, liebe Leute, weiter geht's in der Liga gegen Bayreuth. Gegen, natürlich, gegen, ach, gegen Freiburg. Gegen den Tabellenvorletzten. Da wollen wir doch nicht gewinnen. Klar. Da geht's nach Stuttgart, also bleiben direkt in Baden-Württemberg. So, natürlich müssen wir jetzt ein bisschen mal noch rotieren, weil ja, der ein oder andere ein bisschen angeschlagen ist. Ganz klar erstmal Lempele, der ja beides spielen kann, also auf die seine auf die linke Seite. Jetzt muss ich gucken, dass ich noch ein, ah ja, ich habe ja noch ein rechts. Ich habe ja eine Möglichkeit. Fällt mir gerade auf. So, ich halte mal raus. So, Piri darf auch wieder von Beginn an mal heute zeigen, was er kann. Moriba auch. Wechseln wir mal ein bisschen durch. So, auf geht's nach Freiburg. Auf geht's nach Freiburg. Let's go. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Zuschauer. Ich darf Sie recht herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte eine packende Partie werden. Buschi? Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Wir wissen, dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner heute wieder? Glaube ich schon. Das können sie einfach am besten. Und da hat es jeder Gegner schwer, überhaupt reinzufinden ins Spiel, überhaupt Chancen rauszuspielen. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. So beginnen die Gäste heute. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So, ein bisschen. Ja, aber wieder ein bisschen in die Vollspur. Mit dem Sieg wäre es schön. Ein Sieg wäre sehr, sehr schön. Weil, wie gesagt, zwei Spiele haben sich in Folge nicht gewonnen. 6 Punkte jetzt Abstand zu den Alle Bayern. Und los geht's. Und jetzt geht alles ums direkte Duell, was wir eigentlich mehr oder weniger diesem Ergebnis gewinnen müssen. Und hoffen, dass die Bayern immer noch einen Knacks wegkriegen. Aber mal das gucken. Macht er gut. Läuft groß. Abseits. Abseits, Moriba. Quatsch. Gewonnen natürlich. Ja, im letzten Spiel natürlich ist es 5:0 gegen die Roma. Muro. Kann doch nur Selbstvertrauen bedeuten, oder nicht? Gut, wenn ich ehrlich bin, gegen Bochum haben wir ein bisschen rotiert. Ah, das sieht gut aus. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Und der Ball über Eckloff und Sterner. Und jetzt der Schuss. Da macht er zu, starker Schuss. Und da verteidigt ein Verteidiger. Verteidiger sehr, sehr gut. Macht seinen Job richtig, steht genau richtig. Und verhindert das vielleicht. Warte mal, Moment kurz. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Scheiße. Viktor Osimhen ist der Torschütze. Ja, ich muss hoffen, dass auf Wolfsburg was heute gewinnt. Er musste den Ball nur noch über die Linie bringen. Die Chance zur Führung. Fällt das Tor doch noch? Angriff beendet. Ja, für Bayern, für uns ist es natürlich super toll, wenn die Bayern, dass die Bayern jetzt natürlich führen. Das war eine starke Parade. Das war, weil Wolfsburg das Spiel gewinnen würde. Vielleicht können sie jetzt auch selber vorne. Grifo.
Aber dazu müssen wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und das heißt, hier in Freiburg zu gewinnen. Und es ist in Anführungszeichen nur der Tabellenvorletzte. Wird Einwurf geben. Einwurf Freiburg. Wir sind unter Druck. Hier. Wenn das wirklich was werden wollen mit der Titelverteidigung Richtung Bundesliga, dann sind wir Arsch unter, arg unter Druck. Er versucht's. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Ja, gute Chance für Freiburg. Entschuldigung, dass wir diese kurze Info zum Parallelspiel abbrechen mussten. Bayern München hat also getroffen. Stürmer! Also Freiburg für uns. Entschuldigung, natürlich Eckloff. Der erste Treffer in diesem Spiel. 1-0 für Bayreuth. Jetzt sind es wieder nur 6 Zähler. Wie gesagt, jedem Unentschieden, jeder Niederlage tut es mir. Wir sind zum Siegen verdammt, wenn wir Meister werden wollen. 12. Sektor. Auf kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Wie gesagt, ich hoffe, dass der Sieg jetzt in Rom, dieses 5-0, das Selbstvertrauen wieder zurückgebracht hat. Gute Grätsche, er hat den Ball. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Ja, Rote erstmal, die findet er erstmal gegen Pembele. Der, der Ball ist, ja, kommt da nicht vorbei, Franzosen. Und Rote! Der war nicht schlecht, das Ding. Der war wohl der Keeper noch dran. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Lemperle. Peri. Flanke kommt. Nein. Kommt natürlich Zurkowski. Gerard. Auf dem Flügel ist Platz für den SC Freiburg. Könnte der Ausgleich sein. Gehalten, da zeigt er sein Können. Bei der Ecke hoffen die Norbert auf jeden Fall. Ja, ich schieb nur 1-0, ne? Weiter gefährlich. Er zieht ab. Erstmal abgeblockt. Dürfte er die nächste Ecke geben, glaube ich. Wenn ich es richtig sehe. Ja, müsste eigentlich mehr drin gewesen sein. Wir sehen die kurze Variante. Ja, Turnbull. Nächste Ecke, Terry. Es wird den nächsten Eckball geben. Jetzt machen die Freiburg ein bisschen Druck. Zu viel Druck, so, meiner Meinung nach. Das ist mir zu gefährlich gerade. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Das Glück gehabt, dass wir den Ball nicht an den richtigen Mann bekommen. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Dreh das Ding! Freiburg 1-1! Gibt es den nächsten schweren Patzer in der Liga? Was der am Ball alles drauf hat und dieses Tempo ist natürlich klasse, der Antritt. Lässt die Sechster aussteigen, Schömert, und dann ist es Turnbull mit dem 1-2 zu Freiburg. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Scheiße. Das macht er gut. Verhindert jetzt hat Perry vielleicht noch irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Ganz guter Ball auf Pierre-Emerick Aubameyang. Der Ball landet beim Torhüter. Den aber der Keeper sich hat und damit ist es Pause. 1-1. In dieser ersten Spielhälfte hier im Europaparkstadion. Wir lassen gerade vermeintlich zu gegen die ganzen kleinen Teams Punkte liegen. Wir haben in Bochum verloren, wir haben jetzt unentschieden in Freiburg. Davor läuft. Augsburg unentschieden gespielt. Sind die vermeintlich klein, wo du echt die Punkte liegen lässt? Schöner Spielaufbau. Eckloff. Aubameyang, ist es das? Nee. Hervorragend. Leider nein. Gegangen. Das war wichtig. Pass bleibt hängen. Sie suchen die Lücke. Ah, Mann! Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für den SC Freiburg. Dann geht es auswärts gegen den BVB. Da sind wir natürlich live für Sie vor Ort.
guter Pass jetzt. Zukowski. Und wieder Tümmel. Und die nächste Chance ist noch gegen Heife. Und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber... Nein. Ah, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff, das hört man deutlich. Das war ein bisschen schlecht gespielt, zu schnell. Zu schlecht. Oh, boah. Aubameyang. Yes. Tolles Spiel. Auch das wieder ein richtig schönes. Jawohl, es ist wichtig. Es ist wichtig. Es ist so wichtig, dieses Tor. Entschuldigung, ich gehe hier gerade übelst mit. Aber 2-1 für unsere Truppe wieder. Die Freiburger ihre Situation nicht nutzen. Wir lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Also Hausaufgabe stand jetzt gelöst, weil die Bayern halt wie gesagt ebenfalls führen. Und solange Bayern gewinnt, können wir machen, was wir wollen. Das wäre dann definitiv das Ende. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern. Stark gemacht! Warte, Bayern! Oh nein! Das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Tor! Von Bayern unentschieden, das ist ja also schön. Bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Am Ball jetzt Mary Demiral. Wichtiges Tackling hier. Gleich kommt der Eckstoß rein. Wofür ein Säcke ist denn jemand drin? Der war doch nicht weg! So, Ecke kommt! Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte. Puh, Glück gehabt. Ja, das war alles eher schwach. Diese kurze Info zum anderen Spiel wurde leider unterbrochen. So, ich möchte Bayern kurz bei. München hat also getroffen. Ja, sie das war klar. Auf 2-0. Das muss es fast sein. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Also Bayern 2-0 in Wolfsburg vorne. Das ist bitter. Das wäre kein Tor gewesen. Ach Mann! Da ist die Chance! Der Ball ist im Tor! Sie sind zurück! 2-2, es ist zum Kotzen! Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Jetzt wäre der Platz auf Außen da. Gehalten, stark gemacht. Sie wechseln also aus. Jetzt Eckball. Ball ist erstmal wieder raus. Studiert es mal nichts. Er geht dazwischen. Jetzt kommt der Mann, ist so zum Kopf. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Gehalten, Wahnsinn. Das ist so kurz. Der hält den echt noch. Nur noch 5 Minuten zu gehen und nach wie vor steht es unentschieden. Passiert hier noch was? Turnbull. Langer Ball auf Zukowski. Gut in den Lauf gespielt. Da passt der Torhüter auf. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Könnte die Führung. Lippalle! Ganz wichtig, ja. Später Treffer von ihm. Das müsste der ist sowas von 100% wichtig, dieses 3-2 für die Bayreuther. Weil wenn ich da jetzt schon wieder einen Unentschieden rausgeholt hätte, wären sie mich 8 Zähler auf die Bayern. Mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Puh, war das wichtig, ey. Ist das wichtig, ey. Dieser Sieg ist so wichtig. Der wäre so hätte so gut. Jetzt kann ich natürlich ein bisschen wechseln. Jetzt kann ich natürlich ein bisschen was tun.
1, 2, 3, 4, 5, jawohl. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Tim Leppele. Traf gegen die Bayern auch schon spät zum 2-2. Natürlich werden wir jetzt nicht wechseln müssen. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. So, liebe Zuschauer. So, jetzt ist Ende. Zu Ende, Schlusspfiff. Und das beste Auswärtsteam holt sich den Sieg in diesem Auswärtsspiel. Ein Sieg also für die beste Auswärtsmannschaft. Wieder ein schönes Ergebnis auf fremdem Platz. Da dürfen Sie zufrieden sein. Auch wenn es am Ende ganz schön eng war. Sie haben einmal mehr gezeigt, warum Sie so stark sind. Boah, durchatmen, liebe Leute, erstmal. Ja, Rom war ein Ausreißer. Jetzt patzte fast gegen Freiburg. Gewinnte 5-0 in Rom, aber patzt gegen Freiburg, weißt du? Aber Rom hat auch sehr, sehr offensiv gespielt, muss ich sagen. Nächster Gegner ist jetzt der VfB Stuttgart und das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Können wir weiterhin an den Bayern dranbleiben oder wird, ja, wir müssen eigentlich alle 12 jetzt gewinnen. Die Bayern dürften und müssen gegen uns sogar dann noch patzen. Warte mal, jetzt haben wir noch Stuttgart und danach gegen Schalke heim, Frankfurt heim. Rom auswärts, heim, auswärts Düsseldorf, heim gegen Köln. Auswärts, das, ja, das ist, Bayern kommt ja spät. Also Bayern ist jetzt im, am 2.5., der drittletzte Spieltag. Ja, drittletzter Spieltag, da kann es schon um den Titel gehen. Die Bayern müssen bis dahin mindestens noch ein Spiel gewinnen und wir müssen eigentlich mehr oder weniger fast alles jetzt hintereinander wegräumen. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen den VfB oder beziehungsweise auswärts beim VfB Stuttgart.